Glück und Freude in der Alltagserfahrung. Für die Biene liegt die Fülle der Freude in der Blume, die den Honig birgt. Für den Menschen liegt die Fülle seiner Freude nur in dem, was im absoluten Maß und ewig jede Eigenschaft und jede Freude und Kraft birgt, nach der sein Herz verlangt. Und das ist Gott. Je mehr wir uns im täglichen Leben der Gottgegenwart bewusst sind, umso intensiver ist die uns zuteil werdende Freudenfülle. In der Gegenwart Gottes leben heißt alle Dinge durch die unbegrenzte Liebe Gottes sehen, heißt jede Schwierigkeit und jede Prüfung, jeden Umstand in der dynamischen Erkenntnis bewältigen, dass wir mit Gottes Allmacht in Verbindung stehen. Das wahre Glück wohnt in unserem höheren Bewusstsein. Wahre Ruhe, wahrer Friede und wirkliches Glück finden sich nur im göttlichen Bewusstsein in uns selbst. Nur was unvergänglich und vollkommen, ewig und absolut ist, ist Träger dauerhafter, wirklicher Glückseligkeit. Lasst uns unsere emotionalen, mentalen und psychologischen Erregungen ein wenig zur Ruhe bringen und mit dem Licht der inneren Intelligenz intensiv auf das allfriedvolle und allglückselige göttliche Bewusstsein im Inneren schauen. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen, sagt Jesus. Eine der Quellen echten Glücks im täglichen Leben liegt im Umgang mit Menschen, die edlen Wesens und guten Herzens sind und aufgrund ihres hohen spirituellen Strebens über einen weiten Horizont verfügen. Ihre Rede ist freundlich, ihre Worte sind weise. Verbindung mit heiligen Menschen zu haben, denen die Erfahrung Gottes zuteil wurde und die selbstlose Liebe auf alle und alles ausstrahlen, ist ein hohes Glück. In ihrer Gegenwart spürt etwas in uns die Gottgegenwart. Unser Leben wird frei, indem wir uns von allem lösen, was schwach, dunkel, unharmonisch, unheilig und störend in uns ist. Hingebungsvolle Suche nach höherer Erkenntnis und die Pflege von Gedanken, die uns über die Umstände unseres Lebens hinausheben und uns daher zum Herrscher über sie machen, bilden zwei der wesentlichen und unfehlbaren Quellen wahren Glücks. Selbstbeobachtung, Selbstanalyse und Selbstprüfung sind ausschlaggebend dafür, dass wir im Bereich unseres Gefühls- und Gedankenlebens immer mehr Ordnung, Harmonie und Erkenntnis gewinnen. Die in uns aufsteigenden Gedanken zu beobachten und die düsteren zu verabschieden, die edlen und freudigen dagegen zu begünstigen, darin liegt der erste Schritt in der Kunst der Selbsterziehung und des wahren Glücks. Ein Herz, das nicht vergibt, ein von Neid und Eifersucht gequältes Wesen, ein ärgerliches und verdrießliches Gemüt können nicht glücklich sein. Deshalb ist die Entwicklung der moralischen Seite unserer Natur zur Erfahrung wahren Glückes im täglichen Leben unerlässlich. Negative Charaktereigenschaften, die unser Leben verdunkeln, uns selbst niederdrücken und andere entmutigen, müssen durch positive Eigenschaften ersetzt werden. Eifersucht und Neid erlöschen, indem wir Gefühle des Wohlwollens hegen und pflegen. Ärger muss durch Verständnisbereitschaft und Verzeihen ersetzt werden. Ein ruhiges Nachdenken und ein wenig Weisheit vertreiben die Wolken der Missverständnisse und des Argwohns und bereichern das tägliche Leben mit Harmonie und Glück. Die Freuden einer großmütigen Natur und eines offenen Herzens, eines Geistes und Willens, die sich selbst freigebig einzusetzen bereit sind, befreien uns aus dem Gefängnis unseres Egoismus, unserer Ich-Verhaftung und Selbstsucht und öffnen uns einen Himmel wahren Glücks. Wahrhaftigkeit und Selbstbeherrschung
Selbstvertrauen, Dienstbereitschaft und Opfergeist schenken uns große moralische Stärke, Mut und Ausstrahlung und stellen unser Leben auf festen Grund. Liebenswürdigkeit und Herzensgüte, hilfsbereite Liebe jeder Art, Großzügigkeit und Erbarmen bilden die bleibenden Quellen belebenden Glücks. Menschen dieser Art kennen keine Gemütskrankheit. Solche Eigenschaften vervollständigen unsere Persönlichkeit in psychologischer, emotioneller, moralischer, intellektueller und spiritueller Hinsicht. Frohsinn ruft moralisch gute Eigenschaften wach. Ein froher Mensch hat ein verständnisvolles, vergebungsbereites und liebevolles Wesen. Er legt mehr Toleranz und Tragkraft an den Tag als andere und bleibt auch unter widrigen Umständen freundlich. Die Heiterkeit verleiht der Intelligenz Leuchtkraft und Klarheit und den Augen Glanz. Heiterkeit hat auch einen sozialen Wert. In der Gegenwart eines heiteren Menschen fühlen wir uns glücklich, hoffnungsvoll, ermutigt und froh. Frohsinn wirkt ansteckend. Der Fröhliche hat ein anmutiges und gewinnendes Wesen. Die Seelengröße eines Menschen zeigt sich in seiner Fähigkeit, auftauchende Stimmungen zu beherrschen und fröhlich zu bleiben, so wie die Blätter der Pflanzen untertags das giftige Kohlendioxid aufnehmen und den lebensspendenden Sauerstoff ausatmen, so nimmt ein froher Mensch alle Schwierigkeiten des Lebens auf sich und verwandelt sie in Kraft. Ein solcher Mensch besitzt den Glauben, dass Gott, mit dem er durch das Gebet und sein beständiges An ihn Denken verbunden ist, alle Schwierigkeiten aus dem Weg räumen und ihm helfen wird, die Prüfungen des Lebens zu bestehen. Probleme, auch schwerste, sind vorübergehender Natur, sodass man schon aufgrund dieser Tatsache glücklich sein sollte. Fröhlichkeit des Herzens vermehrt die Liebe zu Gott und fördert die Selbstübergabe an die unendliche Weisheit und den Frieden Gottes. Gott ist Glückseligkeit, und Heiterkeit ist ein wundervoller Weg zur Gotterfahrung. Ein solcher Zustand des inneren Wesens schenkt ungewöhnliche moralische, mentale und geistige Kraft. Darum lächle. Lächle auch da, wo es dem Menschenherzen sonst unmöglich ist zu lächeln. Die Ansicht des Optimisten, alles in der Natur und Geschichte sei aufs Beste bestellt. Die Dinge im Universum seien so geordnet, dass nur das größtmögliche Gute daraus hervorgehen kann, lässt ihn in jeder Schwierigkeit eine Gelegenheit, in jeder Situation eine lichte Seite entdecken. Seine hoffnungsfrohe und vertrauensvolle Haltung lässt ihn aus dem Leben und den Umständen das Beste machen. Das sanguinische Temperament des Optimisten ist der Ansicht, dass das Unglück nicht so schrecklich wie befürchtet, der Hügel nicht so steil wie gedacht, die Schwierigkeit nicht so gewaltig wie erwartet ist und dass schließlich alles doch besser hinausläuft, als man je hätte hoffen können. Vertraue auf dich, das heißt auf das, was das Höchste und Heiligste, Größte und Allerhaltende in dir und in allem ist, auf Gott. Werde ein gewaltiger Optimist. Stehe wie ein Fels inmitten der tosenden Brandung. Gelegentliche Misserfolge und Verluste nimm tapfer hin und mache das Beste daraus. Durchschaue sie als verkleidete Segnungen. Ausnahmesituationen bringen den Menschen mit Gott in Berührung. Wenn sich in einer Notlage, wo alle menschliche Hilfe und Kraft versagt und man am Ende aller menschlichen Möglichkeiten steht, dem Menschenherzen ein Aufschrei zu Gott entringt und emporsteigt, dann kommt es vor, dass ganz plötzlich ein Einströmen von Seiten des Gnadenbeistands Gottes erfolgt. Es hat sich ereignet, dass Schiffbrüchige auf hoher See einen so gewaltig großen Glauben und so völliges Vertrauen auf Gott aufbrachten, dass sie in dem Augenblick, wo sie sich völlig
und mit höchster Konzentration Gott übergaben, nur noch nach seinem Gnadenbeistand verlangten, die Begegnung mit der göttlichen Gegenwart erfuhren. In der Geschichte der Menschheit stoßen wir auf solche, die sich freiwillig den unmöglichsten Situationen aussetzten, dabei ungewöhnlichen Glauben an Gott bewiesen und so zur Gotterfahrung gelangten. Etwas, das in uns selbst liegt, lässt sich auf die Dauer nicht übersehen. Es ist das Allergrundlegendste, das Leben unseres Lebens, das göttliche Sein, und es macht sich geltend, ob wir wollen oder nicht. Geboren aus Gott und auf geheimnisvolle Weise von Gott erhalten, ist es für uns unentrinnbare Bestimmung, seine Energien zu benutzen, um ihn hier, dort und überall zu finden. Gott ist keine fernstehende Person. Er ist das Licht unseres Lichts, das Leben unseres Lebens, die Seele unserer Seele. Er ist uns Vater, Mutter und alles. Manchmal kommt seine Gnade in Gestalt von Prüfungen zu uns, von Schwierigkeiten und Nöten, die uns läutern und unser ganzes Wesen emporheben, uns demütig, gütig, hilfsbereit machen. Durch das, was du anziehst, erkennst du, was du bist. Güte zieht Güte an, Liebe zieht Liebe an, Reinheit befreundet sich mit Reinheit, Wahrheit fühlt sich der Wahrheit zugehörig. Größe versteht Größe und wird eins mit ihr. Genius zieht Genius zu sich heran. Durch ewige Kräfte zieht ein Himmel den anderen an. Engel entdecken Engel und leben mit ihnen. Ein Lächeln ruft das andere hervor. Das Licht wird heller, nähert es sich einem anderen Licht. Alles um dich her, die ganze Natur verkündet, was du bist. Du brauchst nicht zu sagen, dass du gut bist. Bist du es wirklich? Und bist du genügend gut? Werden die Menschen um dich und die ganze Natur es wissen, fühlen und erfahren. Wer kann deine Güte, deine Reinheit, deine Milde verbergen? Weder dein Gesicht noch deine Hände, nicht dein Leben, nicht deine äußeren Gegebenheiten und auch deine Feinde nicht, nichts und niemand. Alles, was gut in dir ist, dringt hindurch und erfüllt wie ein Duft den ganzen Raum. Sieh jeden so an, als wäre er ein Engel, und du wirst erfahren, dass sich eines Tages etwas Engelhaftes zeigt, und sei es auch nur dir gegenüber. Du bist äußerst wichtig, nicht allein hinsichtlich deines eigenen Friedens, deines Glücks, deiner eigenen Entfaltung und deines Fortschritts, sondern auch für den Frieden, das Glück, die Entwicklung und den Fortschritt der Welt. Auch Heilige und Übermenschen kommen nicht als solche zur Welt, wie man allgemein annimmt. Der Mensch wird zum Heiligen und Übermenschen durch außergewöhnliche Anstrengungen, die Gott mit seiner Gnade segnet. Hochmut steht im Gegensatz zum geistigen Leben. Er stört die Harmonie des menschlichen Zusammenlebens und ist eine verhängnisvolle Macht, die den äußerst störungsanfälligen Aufstieg des menschlichen Selbst zum kosmischen Bewusstsein bedroht. Der große italienische Dichter Dante weist dem Hochmut den ersten Platz unter den 7 Hauptsünden zu. Der heilige Augustinus bezeichnet den Hochmut mit Bezugnahme auf sein eigenes Kulturbewusstsein als die Weigerung, sich vor Gott zu demütigen. Shakespeare stellt ihn als den ärgerlichen Affen dar, der dem Himmel so unsinnige Possen vorgaukelt,
dass die Engel darüber zu weinen anfangen. Unsere Haltung entscheidet über unsere Größe oder Niedrigkeit. Je edler der Charakter, desto edler die Gesinnung. Während der Zorn die Dinge übers Knie bricht und uns dabei Verluste einhandelt, mehrt die Geduld unsere Tragfähigkeit und Ausdauer und führt schließlich zum Sieg. So sei geduldig wie die Erde, sanft wie ein Lufthauch, nachsichtig wie der Baum und voll Duft wie die Rose. Was ist gut? Letztlich ist all das gut, was uns moralisch und geistig fördert und der Gotterfahrung und Vollendung näher bringt. Während du in deiner bewussten inneren Erfahrung ein Meer von Frieden trägst, lebe, arbeite und bewege dich hier auf der Erde. Während du in deiner göttlichen Liebe ein Meer von Freude trägst, wandle und arbeite hier auf der Erde. Lass dein ganzes Wesen Liebe, Kraft, Licht und Schönheit sein. Ein Herz, das niemals etwas gibt, sondern stets nur fordert, etwas erwartet und ersehnt, ist kein gutes Herz und wird es darum auch schwer haben, glücklich zu sein. Das Herz, das gibt, um wieder zu empfangen und das mit warmer Liebe auf jede Gabe reagiert, ist gut. Das Herz jedoch voll Tugend und voll Großmut, das schnell bereit ist, zu verschenken, rein um der Freude am Verschenken willen. Ein Herz, das gibt, ohne etwas zu erwarten, das nicht auf Belohnung oder eine Gegengabe hofft, das ist das beste Herz. Ein solches Herz besitzt das Königreich des Glücks. Prüfe deine Liebe. Ist unsere Liebe geduldig, beharrlich, ausdauernd? Oder ist sie selbstsüchtig und oberflächlich? Wird unsere Liebe durch eine stolze, hochmütige Haltung entkräftet oder durch Eitelkeit verfälscht? Ist sie durch Eifersucht vergiftet oder vorgetäuscht durch Leidenschaft? Vertraut sie auch in schlimmen Lagen auf den Sieg Gottes? Ist sie großmütig genug, um zu vergeben und zu vergessen und um die Welt ringsum positiv zu bereichern? Nimmt sie auch zusätzliche Lasten auf sich, um wie die Sonne durch Wolken hindurch noch Licht zu verbreiten? Analysiere deine Liebe. Die Liebe rechnet das Böse nicht an. Sie freut sich nicht über Ungerechtigkeit, freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, erduldet alles. 1. Korinther 13. Unter allen Umständen und zu allen Zeiten denkt die Liebe nur an das Gute für die anderen. Seit Beginn der Schöpfung ist die Sonne unterwegs auf der Suche nach der Nacht und sie hat sie noch nicht gefunden. Ebenso wenig findet die Liebe jemals das Dunkel des Irrtums, der Bosheit und der Schlechtigkeit. Achte auf deine Gedanken. Deine Taten werden auf sich selbst achten. Du bist sehr wertvoll für die Welt. Wie schön die Natur auch sein mag, lächeln wie du kann sie nicht. Wie großartig der Regenbogen auch sein mag, sprechen wie du kann er nicht. Wie pünktlich die Sonne in Erfüllung ihrer Aufgabe auch sein mag, sie ist nicht verständnisvoll und mitfühlend wie du. Wie nützlich das dahinströmende Wasser des Flusses auch sein mag, trösten wie du kann es nicht. Wie sanft die zart wehende Brise auch sein mag, kein Plato ward je aus ihr geboren, doch aus dir kann einer werden. Wie lieb die Vögel auch sein mögen, ein heiliger Franziskus ist noch nicht unter ihnen erstanden, aber aus deinem Inneren kann einer emporwachsen. Liebling des höchsten göttlichen Atems, der dich erhält, Gott, niemals verdamme dich selbst. Brüte nicht über vergangene Fehler nach. Hänge nicht dem nach, was du einst falsch gemacht hast. Es gehört der Vergangenheit an. Jetzt, zu dieser Stunde, kannst du wundervoll sein. Lächle, sei tapfer.
bringe dein unvergängliches inneres Wesen zum Ausdruck. Verbreite Frieden. Wo immer du eintrittst, stets lass dein verständnisvolles Herz sprechen. Friede sei diesem Haus. Übe diese befreiende und erhebende Disziplin, so oft du ein Haus betrittst oder auch nur einen Menschen erblickst. Sprich in deinem Herzen spontan diesen Friedenswunsch aus. Lass es zur Gewohnheit deines ganzen inneren Wesens werden, Frieden auszuströmen. Schließe manchmal ein paar Augenblicke lang die Augen und sende Frieden in alle Wohnstätten der ganzen Welt. Sende deinen Friedensgruß allen Geschöpfen, groß und klein, dem ganzen Kosmos. Du bist ein Segen und eine Freude für die Welt. Gesegnet ist dein Blick, für den der Boden heilig ist, auf dem du stehst. Gesegnet deine Sichtweise voll Erbarmen und Milde, deine edle Haltung, dein Herz, dem ständig kosmisch weite Gefühle entströmen. Deine Augen, die überall die göttliche Gegenwart sehen. Bereichere die Erde mit den Schätzen des göttlichen Bewusstseins, mit dem du in Einklang bist. Segne die Welt durch das Licht, das dein Herz ist. Segne sie durch die Gnade, die dein Geist ist. Bereichere alle und alles rings um dich her mit deinem Licht. Die Sterne leuchten nur, um anderen die Pfade zu erhellen. Kein Fluss trinkt sein eigenes Wasser. Kein Baum ernährt sich von den eigenen Früchten. Keine Rose genießt ihre eigene Schönheit und ihren Duft. Alles in der Natur lebt und wirkt für etwas anderes. Dienen trägt seinen Lohn und seine Freude in sich. Lass alles in dir göttlich sein und unterschätze nie den Wert, den du für die übrige Welt darstellst. Segne durch einen guten Gedanken, durch ein gutes Wort, durch eine gütige Tat, durch ein Opfer, durch selbstloses Wirken. Segne im Gehen und segne im Denken. Segne im Fühlen und segne im Tun. Segne jede Minute, jeden Tag deines Lebens. Tue dies beständig, im Licht deines Herzens, mit Eifer und Begeisterung. Tue dies ein Jahr lang, und ich versichere dir, wenn Gott einen lebensspendenden Ort auf der Erde benötigt, dann wird er ihn in dir errichten.